Sie werden auf Eis, auf Schnee, auf nassen und trockenen Fahrbahnen sowie bei Minusgraden und hohen Temperaturen getestet. Die Ganzjahresreifen. Diesmal waren 7 Modelle der Dimension 235/55R17 dran, mit ernüchternden Ergebnissen. Keines der getesteten Modelle konnte rundum überzeugen, die beste Beurteilung war daher nur ein bedingt empfehlenswert. Die Modelle zeigten, verglichen mit den Spezialisten, also den Sommer- bzw. Winterreifen, entweder Schwächen auf trockener Fahrbahn oder auf schneebedeckter Fahrbahn. 2 Modelle mussten wegen ihres Verhaltens auf Schnee sogar mit nicht empfehlenswert beurteilt werden. Die Ergebnisse im Detail. Erfreulich ist das gute Absteigen aller Modelle beim Kraftstoffverbrauch und beim Verschleiß und ebenso, dass 6 Modelle auf nasser Fahrbahn nur leichte Schwächen zeigten und eines hier sogar überzeugen konnte. Der oft bei SUVs verbaute Allradantrieb kann aber bei Reifenmodellen mit schwachen Abschneiden auf Schneefahrbahn für trügerische Sicherheit sorgen. Bergauf kann er die Schwächen des Reifens kaschieren, bergab kann es dann aber im wahrsten Sinn des Wortes kein Halten mehr geben. Angesichts dieser Ergebnisse rät Ihnen ÖR-MTC-Reifenexperte Friedrich Eppel Folgendes: Sollten Sie sich den Kauf von Ganzjahresreifen überlegen? Wer sich überlegt, Ganzjahresreifen zu kaufen, sollte sich vorab anhand der Testergebnisse Gedanken über das eigene Fahrprofil machen. Denn genau davon hängt es ab, ob solche Reifen überhaupt in Frage kommen. Alle Details zum Test finden Sie in der nächsten Autotouring-Ausgabe sowie auf oermtc.at/Reifentests.